Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid bei dem fünften Video meiner Intensiv-Pilates-Workout-Achterkursreihe. Bitte denkt daran, wir machen uns nicht warm. Auf meinem Kanal findet ihr dazu jedoch ein passendes Warm-up. Wir starten direkt unten auf der Matte im Vierfüßlerstand mit der ersten Übung. Wenn ihr kein weiteres Video von mir verpassen wollt, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mir auf Instagram folgt, um noch mehr Infos rund um das Thema Pilates zu bekommen. Aber jetzt legen wir los, kommt einmal runter. Kommt mit mir in die Vierfüßlerstandposition rein. Setzt dann die Unterarme auf eurer Matte ab. Das rechte Bein verlängern. Wir starten mit der ersten Übung, den Kickbacks. Mit der Ausatmung aktiviere deine Körpermitte und hebe dein Bein nach oben an, bis es diagonal weit oben ist. Atme ein, setze es wieder ab. Ausatmen, langes Heben bis über die parallele Position hinaus. Einatmen, senke ab. Dein Kopf ist in der Verlängerung deiner gesamten Wirbelsäule. Schaue, dass dein Becken dabei auch vollkommen ruhig und stabil bleibt. Ausatmen, langes Heben. Das Gewicht hast du nach Möglichkeit nicht nur komplett auf deinem linken Bein, sondern versuche es ein bisschen mittig auszurichten. Ziehe deine Schultern, während dein Bein hebt, und senk nochmal tiefer nach unten. Stelle dir vor, du schiebst so ein ca. 5 Kilogramm Gegenstand nach oben weg. Du atmest aus, das Bein hebt, ohne dass dein unterer Rücken sich mitbewegt. Atme ein, senke es ab. Wiederhole jetzt hier noch 4. Zieh es mehr und mehr raus aus deiner Hüfte. Noch 2 und bleibe mit deiner nächsten Ausatmung oben. Halte dein Bein oben und jetzt beuge dein Bein. Atme ein, zieh die Ferse maximal zum Po. Atme aus, strecke dein Bein weit weg. Atme ein, Ferse zieh zum Po. Dabei sinkt dein Oberschenkel nicht tiefer nach unten. Das ist wichtig, damit es gut in Gesäß- und Beinrückseiten bei euch ankommt. Einatmen, zieh die Ferse maximal zum Po, maximale Kniebeugung und jetzt das lange Rausziehen mit der Ausatmung. Ausatmen, strecken, einatmen, zieh die Ferse zum Po. Nochmal Kontrolle deines Rumpfes. Unterer Rücken ist stabilisiert durch deine Zentrierung, wenn du ausatmest. Eine letzte Wiederholung noch und dann stoppe dein Bein weit lang gestreckt. Zieh es raus aus der Hüfte. Halte es noch für einen kurzen Moment. Stell dir vor, ich stehe an deinem Bein und ziehe es raus und mache es länger und länger und setze es nun unten ab. Komm auf die rechte Hand hoch, komm auf die linke Hand hoch. Ziehe beide Schultern tief nach unten, die Füße setzen auf deiner Matte ab. Mit der Einatmung hebe jetzt deine Knie an, drehe das Becken nach rechts in einen kleinen Twist. Mit der Ausatmung setze es erstmal wieder ab. Twiste nach links, atme ein. Muskelkorsett aktivieren. Schaut, dass die Handgelenke senkrecht unter euren Schultergelenken sich befinden. So, ihr Lieben, mit eurer nächsten Ausatmung werden die Knie nicht mehr abgesetzt, sondern du bleibst in einer Schwebe. Einatmen, twisten. Ausatmen, Schwebeposition. Schultern tief ziehen, weit weg von den Ohren. Ein Twist. Ausatmen, Mitte. Ellenbogen, Innenseiten sind zueinander gedreht und ganz leicht auch gebeugt, bitte. Sind noch 4. Einatmen, Twist. Ausatmen, Körpermitte aktivieren. Die letzten 2 jetzt noch. Und eure letzte Wiederholung. Einatmen, ausatmen, Spannung halten auf 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Upstretch nach oben. Durchatmen. Das rechte Bein jetzt von der Matte lösen. Setzt es zwischen eure Hände nach vorne, um in die Standposition nach oben sich aufzurichten. Arme ziehen vorbereitend nach oben. Du kommst mit der Ausatmung tief in den Ausfallschritt. Bleibe unten, mit der Einatmung rotiere über deine rechte Seite. Mit der Ausatmung dreh dich wieder zurück. Mit der Einatmung richte dich nach oben auf. Ausatmen, tief sinken. Einatmen, Rotation. Ausatmen, Mitte. Aufrichten, einatmen.
Dein Knie stoppt erst kurz über der Matte. Und ziehe dich lang nach oben. Einatmen, sinken. Lang und weit rotieren, bis du merkst, es geht nicht mehr weiter. Schau, dass du immer wieder versuchst, dein Fußgewölbe aufzubauen. Rechter Fuß, Großzehe, Kleinzehe und deine Ferse. Sehr schön. Senke tief, atme aus, atme ein, drehe. Drehe dich zurück, es sind noch 2 Wiederholungen. Und aus. Und Mitte. Ein letztes Mal noch und wer jetzt mit mir noch kann, bleibt und hält und rotiert nur weiter. Ihr rotiert um die eigene Achse. Drehen, 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 ohne dass die Beine sich jetzt verändern. Es sind noch 4 Rotationen. Bleibe tief in deinen Beinen, halte die Anspannung. Die letzten. Kommt, beißen. Und noch einer on top oben drauf, kommt. Und danach stoppt ihr. Ihr zieht euch lang nach oben. Ihr setzt das linke Bein nach vorne. Ihr löst jetzt eure Arme. Kommt über einen Standing Roll Down. Wirbel für Wirbel nach unten abgerollt. Beugt die Knie an und kommt in den Langsitz auf eure Matte. Die Wirbelsäule lang und aufrecht positionieren. Mit eurer nächsten Ausatmung kippt mit 2-mal vorbereitend das Becken. Mit der Einatmung zieht euch lang nach oben, die Arme Schulterhöhe stoppen. Ausatmen, kippen, Gewicht hinter die Sitzbeinknochen. Einatmen, aufrichten, Schulterhöhe. Kippe mir jetzt das Becken, rolle Wirbel für Wirbel ab, komm in deine Rücklage. Wir bereiten den Roll-Up vor. Ihr legt euch ab, ihr atmet ein, ausatmen, Kopf und Schultergürtel aufrollen. Einatmen, ablegen. Noch ein letztes Mal. Denkt an die Zentrierung, die Aktivierung, Beckenboden, Bauchdecke. Jetzt die nächste Ausatmung. Rollt mir Wirbel für Wirbel nach oben auf. Weites Eintauchen über die Diagonale. Atmet ein, Schulterhöhe stoppen. Ausatmen, zieht mir mal den linken Arm nach rechts rüber in die Seitneigung. Einatmen, Mitte. Ausatmen zur anderen Seite. Ein in die Mitte kommen, kippt das Becken, rollt wieder in die Rückenlage nach unten ab. Den Roll-Up in Kombination mit der Seitneigung. Wir starten. Ausatmen, rolle den Kopf ein. Dann die Brustwirbelsäule, den unteren Rücken, ziehe dich weit in die Vorneige, ziehe dich bewusst in die Länge. Ausatmen, Seitneigung, linker Arm zieht nach rechts rüber. Einatmen, Mitte. Ausatmen zur anderen Seite. Einatmen, Mitte und kippen, abrollen nach unten. Hole die Arme zurück, atme ein. Variation kommt jetzt. Ausatmen, aufrollen. Einatmen, ziehe dich lang, Schultern tief ziehen. Seitneigung, ausatmen. Ein, komm in die Mitte. Schiebe dein Becken tief in die Matte hinein, die beiden Sitzbeinknochen. 2 Atemzüge jetzt abrollen. Atme aus. Einatmen, Pause. Und erst beim 2. Mal legst du dich Wirbel für Wirbel nach unten ab. Du atmest tief ein. Ausatmen, erneutes Aufrollen. Ziehe dich lang Richtung Decke nach oben. Schiebe mir jetzt deinen linken Sitzbeinknochen tief in die Matte rein, wenn du dich nach rechts neigst. Jetzt, wenn du dich nach links neigst, den rechten Sitzbeinknochen. 2 Atemzüge abrollen. Auskippen. Einatmen, bleiben, noch einmal nachzentrieren und lege dich jetzt komplett ab. Wir machen noch 2 Wiederholungen. 2. Variation, 3 Atemzüge abrollen. Seid ihr bereit? Die Seitneigung jetzt noch, Fokus, Mobilisation, Länge, Faszienstretch. In die Mitte kommen, 3 Atemzüge aus, einbleiben. Nummer 2. Und ein 3. Mal lege dich ab und gehe über in deine letzte Wiederholung. Den Kopf, die Brust, die Lendenwirbelsäule, tauche ein in den Stretch. Ziehe dich lang nach oben und Seitneigung. In die Mitte kommen, zur anderen Seite. Und 3 Atemzüge abrollen, atme aus, kippen. Ein, Pause. Nummer 2.
Und jetzt ist es nur der Übergang, um oben im Sitzen zu beenden. Nehme eine Ausatmung, um aufzurollen. Tauche mir noch einmal weit ein. Löse deine Arme. Setze sie auf der Matte auf. Hole die Beine näher zu dir ran. Komme in die kleine Hocke. In eine kleine Vorneige. Hole das rechte, linke Bein ins Brett. Dann in den Vierfüßlerstand hinein. Die Gelenke senkrecht. Die Unterarme kommen runter auf die Matte. Die Kickbacks, linkes Bein. Vorbereitend rausziehen. Du atmest aus. Dein linkes Bein hebt lang bis weit nach oben an. Mit der Einatmung setze es ab. Schau, dass das Gewicht jetzt nicht, wie eben auch, auf deinem Hüftgelenk auf der stützenden Seite ist, sondern dass du es ein bisschen mittiger bitte holst. Ausatmen, heben. Blick Richtung Matte nach unten. Denke auch daran, dass dein Bein höher als parallel kommt, in so eine Diagonale bis weit nach oben angehoben wird. Es dann ist auch beim Rückseiten und dein Gesäßmuskel aktiver. Sehr schön. Ausatmen, heben, weit, 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 weit. Einatmen, senken. Gleich kommt die Variation, dass dein Bein oben gehalten wird, der Oberschenkel stabil in dieser Ausgangsposition bleibt und das Beugen und Strecken. Mit eurer nächsten Ausatmung bleibe, halte oben. Beuge, mit der Einatmung ziehe die Ferse zum Po. Mit der Ausatmung strecke dein Bein lang. Einatmen, um das Ganze noch intensiver zu machen, stelle dir immer vor, mit jeder Wiederholung wird dein Bein länger. Du ziehst es mehr und mehr aus deiner Hüfte heraus. Ein Ferse zieht zum Po. Du betonst mir auch beide Bewegungsrichtungen, auch die maximale Beugung. Die letzten drei noch. Ein und aus. Zwei. Zieh die Bauchdecke zur Wirbelsäule ran und haltet mit der nächsten Ausatmung das Bein lang gestreckt oben. Zieht es raus aus der Hüfte, hebt es vielleicht noch mal ein bisschen mehr nach oben an. 4, 3, 2, 1, das linke Bein setzt auf der Matte ab. Komm auf die rechte Hand nach oben, komm auf die linke Hand nach oben. Wir kommen jetzt erneut ins Twisten rein. Wir lassen jetzt jedoch die Atmung fließen. Du zentrierst dich, wenn du ausatmest, immer wieder nochmal nach. Du hebst mir jetzt vorbereitend die Knie an und du twistest in so kleinen, schnellen Impulsen das Becken nach rechts und links. Du schaust, dass die Ellenbogeninnenseiten zueinander gedreht sind und leicht gebeugt. Die Atmung fließen lassen, aber wenn du ausatmest, zentriere dich. Schultern tief ziehen. Blick Richtung Matte nach unten ausrichten. Noch ein paar Mal mehr. Endspurt. Letzten. In der Mitte stoppen. Upstretch nach oben. Jetzt wird euer linkes Bein gelöst. Nach vorne gesetzt zwischen eure Hände. Sich aufrichten. Nach oben in den Stand. Linkes Bein ist vorne, rechtes Bein ist hinten. Ich drehe mich für euch, damit ihr mich besser sehen könnt, einmal um. Ziehe vorbereitend die Arme jetzt nach oben. Komme mit der Ausatmung tief in den Ausfallschritt. Rotation einatmen über die linke Schulter. Ausatmen Mitte, einatmen Länge aufrichten. Ausatmen, komme tief. Einatmen, rotiere. Aus in die Mitte, einatmen, aufrichten. Stoppe dein Knie weit unten. Halte deinen Oberkörper lang und aufrecht. Ausatmen, sinken. Ein, weit rotieren. Nicht zu früh aufhören. Spüre genau in deinen Körper rein, wo ist dein Bewegungsausmaß zu Ende. Ausatmen, Körpermitte aktivieren. Einatmen, Rotation. Ausatmen, Mitte, richte dich auf, noch zweimal mehr. Und wenn du dann noch kannst, kommen die 6 Rotationen unten. Noch eine letzte Wiederholung, macht euch bereit, Endspurt. Und komme jetzt runter mit der Ausatmung.
Bleibe jetzt hier. Atme ein, rotiere über links. Atme aus, komme in die Mitte. Einatmen, drehe dich. Vielleicht kannst du noch ein bisschen tiefer sinken mit deinen Beinen. Sehr schön. Eine, allerletzte noch. Noch einer on top obendrauf. Komm, wenn es noch geht. Und danach komme in die Mitte, richte dich auf in den Stand. Löse die Arme, Standing Roll Down, rollt runter. Den Roll Up in Variation. Setze dich hin, in den Langsitz. Richte dich nach oben auf. Zweimal vorbereiten, das Becken kippen. Ausatmen, Gewicht hinter die Sitzbeinknochen. Einatmen, Schulterhöhe, stoppen die Arme. Ausatmen, kippen. Einatmen, aufrichten. Komme jetzt mit deiner nächsten Ausatmung Wirbel für Wirbel wieder runter auf die Matte. Holt eure Arme zurück, atmet tief ein. Zweimal Vorbereitung, Kopf, Schultergürtel rollt auf. Ausatmen. Einatmen, ablegen. Ausatmen, aufrollen. Die nächste Ausatmung rollt ihr mir ganz rund nach oben auf. Ein Wirbel nach dem anderen. Jetzt ziehst du mir als erstes deinen rechten Arm in eine Seitneigung nach links. Variation. Atmet aus, bleibt hier. In einem langen Bogen rotierst du mit der Einatmung durch deinen stützenden linken Arm. Du atmest aus, du kommst in die Seitneigung. Einatmen, Mitte. Ausatmen, Seitneigung nach rechts. Rotation durch den stützenden Arm. Seitneigung öffnen und dann bitte erst in die Mitte zurück. Zwei Atemzüge abrollen. Ausatmen, kippen. Einbleiben. Und beim zweiten Mal hole mir mal die Arme über deine Seiten zurück. Atme ein. Wiederhole. Ausatmen, aufrollen. Eintauchen, aufrichten. Seitneigung plus Rotation. Ausatmen. Einatmen, den rechten Arm in einem Bogen durch links hindurch. Ausatmen, Seitneigung. Einatmen, Mitte. Aus. Zur anderen Seite neigen. Rotation, einatmen. Ausatmen, aufrichten, in die Mitte. Zwei Atemzüge abrollen. Ausatmen, einatmen bleiben. Und beim zweiten Mal hole die Arme, wenn du dich ablegst, über die Seiten zu deinem Kopf. Es sind noch zwei Wiederholungen. Ausatmen, aufrollen. Betone auch die Vorneige, den Stretch. Seitneigung, weit über links. Kippen, runden. Wunderbar. Zieh dich lang, genieße den Faszien-Stretch. Und rotieren, aufrichten, in die Mitte und kippen. Ausatmen, einatmen bleiben. Und beim zweiten Mal lege dich ab, mache dich bereit für die letzte Wiederholung. Ausatmen, aufrollen. Länge nach oben. Schiebe dann den rechten Sitzbeinknochen tief in die Matte rein. Rotiere durch den Arm. Richte dich wieder auf. Komme in die Mitte. Andere Seite. Rotation. Aufrichten. Mitte zurück. Zwei Atemzüge abrollen. Jetzt kommen wir zum Finale. Du legst dich nach unten ab. Nimmst eine Ausatmung, rollst mir rund nach oben auf. Tauchst mir einmal ein, stoppst mit den Armen zu den Seiten, kommst in eine kleine Beckenkippung. Handflächen zeigen Richtung Boden nach unten und in kleinen kreisenden Bewegungen fächerst du die Arme auf und ab. Du aktivierst nochmal bewusst deine Beckenbodenmuskulatur, deinen tiefen Bauchmuskel, die schrägen Bauchmuskeln. Ziehst deine Schultern tief und wirst nochmal etwas kraftvoller zum Abschluss. 4, 3, 2, 1 und atme tief ein, zieh dich lang nach oben, einmal die Arme absenken, Brustbein heben, Schultern tief ziehen, komm einmal ausatmen, in den Stütz nach oben, strecke dich lang, dehne deine Körpervorderseite sanft auf in der Position, setze sie nach unten ab, eine Ausatmung, lege dich weit über die Beine nach vorne. Einmal tief ein- und ausatmen. Lass die Arme rechts und links fallen und rollt mir langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Wunderbar, ihr habt das Workout geschafft. Ich freue mich, mit der nächsten Runde mit euch gemeinsam trainieren zu dürfen.